Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der zweite Teil vom Achtelfinale steht an. Der erste Teil ist auf dem Kanal bereits erschienen. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Es ist ein bisschen kurz und kompakt gehalten. Trotzdem geht's jetzt erstmal los mit Frankreich gegen Belgien. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Es geht weiter im Viertelfinale Frankreich gegen Belgien. Die Belgier haben sich selber in diese schwierige Lage gebracht, gegen Frankreich spielen zu müssen, da in der eigenen Gruppe nur Tabellenzweiter geworden. Hier war es ein früher Kopfball von Rabiot, den Castells aber noch halten konnte. Über eine Viertelstunde mittlerweile von der Uhr. Upamecano an die Latte. Rabiot setzt nach und macht das 1:0. Für Frankreich, die ja bis dato auch noch nicht über die volle Strecke überzeugen könnten. Aber jetzt, wenn es drauf ankommt, scheinen sie hellwach zu sein. Nun auch mal Belgien. Romelu Lukaku. Manja, der hier mal eingreifen muss. Ist die Frage, ob der reingegangen wäre. Auf jeden Fall eine ziemlich gute Parade. Kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal Frankreich mit dieser 1:0-Führung im Rücken. Belgien kommt nicht dazwischen. Und das wird bestraft mit dem 2:0. Castells aus kurzer Distanz chancenlos. Und somit das 2:0 nach 45 Minuten. Ging auch so in Ordnung. Belgien hatte recht wenig vom Spiel, auch nicht besonders viele Tormöglichkeiten. Durchgang 2, Onana. Schöner Abschluss, aber nicht platziert genug. Viel hat nicht gefehlt, dann wäre es ein Winkelkracher geworden. Die Zeit schritt weiter voran, noch etwas mehr als 10 Minuten zu spielen. Tchouaméni aus der zweiten Reihe flach am Tor vorbei, mehr als dieses 2:0. Wurde es nicht. Belgien blieb aber nochmal dran. Wollte den Anstoßtreffer, um vielleicht doch noch hier das Unmögliche möglich zu machen. Aber Lukaku schließt zu zentral ab. So blieb es beim 2:0. Frankreich ist eine Runde weiter und Belgien ist raus. Portugal gegen Slowenien. Das sechste Achtelfinale, die Portugiesen enttäuschten zuletzt gegen Georgien, müssen jetzt wieder ein anderes Gesicht zeigen. Slowenien mit 3 Punkten aus 3 Spielen in der nächsten Runde. 12. Minute, Elsnik mal mit dem Versuch, der dann aber doch deutlich drüber. Portugal braucht ein wenig, um in diese Partie zu kommen. Das ist Vitinha und der macht in der 26. Minute das 1:0. Kam ein bisschen aus dem Nichts. Oblak sieht auch nicht perfekt aus, aber der Ball war im Tor. Halbzeitstand 1:0 für den Favoriten. Portugal wurde kontrollierter. Bruno Fernandes. Diesmal Oblak stark. Kurz darauf der Eckball. Bernardo Silva, Palinha und Ronaldo setzt nach. 55. Minute 2:0. Cristiano Ronaldo war extrem unzufrieden mit der Niederlage am letzten Gruppenspieltag. Hier schießt er sich ein bisschen den Frust aus der Seele. Staubt ab. Nachspielzeit, noch einmal Ronaldo, jetzt wurde es deutlich, 3:0 für Portugal. Am Ende des Tages wohl ein Tor zu hoch, diese Partie, aber verdient ist der Sieg allemal. Ronaldo trifft jetzt auch und schießt mit Vitinha Portugal in die nächste Runde. Rumänien gegen die Niederlande, das vorletzte Achtelfinale. Die Niederlande
als Tabellendritter ja nur weitergekommen in der Gruppe mit Österreich und Frankreich unter anderem. Taten sich hier lange Zeit sehr schwer in der 45. Minute, aber erzielten sie dann das 1:0. Xavi, Simmons, ein toll ausgespielter Konter, ein bisschen zu viel Freiraum in der Mitte, sodass Simmons das 1:0 zur Pause besorgen konnte. Rumänien stand zwar sehr kompakt, aber hatte nicht besonders viel nach vorne zu bieten. Das ist mal Memphis Depay in der 60. aber wieder eben eine Chance für die Niederlande. Wunderbarer Abschluss, der hätte auch gepasst. Tolle Parade, aber der Rumänien, die Rumänien hier im Spiel hält. Viertelstunde noch, dann mal Rumänien, Sancho, aber das ist sinnbildlich. Gute Standardmöglichkeit, aber mehr als ein Schüsschen kommt nicht dabei raus. Dabei blieb es dann auch. Rumänien verliert 0:1 gegen die Niederlande und muss sich damit verdientermaßen aus dem Turnier verabschieden. Das Achtelfinale abrunden, das machen Österreich und die Türkei. Österreich in den weinroten Trikots in der Anfangsphase mit einer Druckphase. Seiwald kommt aber nicht durch, sein Schuss im letzten Moment noch geblockt. Das hätte ziemlich gefährlich werden können. Die Türkei, ja, moralisch auf einem Hoch nach dem späten Sieg gegen Tschechien, brauchten hier eine Weile, um anzukommen, aber dann schlagen sie zu. In Person von Arda Güler in der 45. Minute, also auch zum perfekten Zeitpunkt. Hier das 1:0 für die Türkei. Kalte Dusche für Österreich, der Gruppensieger aus der Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden. Aber bislang konnten sie ihre spielerische Klasse noch nicht abbilden. Stattdessen die Türkei, Riesenchance. Aber klasse gehalten von Penz. Bewahrt Österreich hier vor einem 0:2 Rückstand. Jetzt mal wieder Österreich. Sabitzer und Baumgartner. Riesenchance. 64. Minute. Der Ausgleich sollte langsam mal her. Wir sind mittlerweile dann schon in der Nachspielzeit. Arnautovic und Gregoritsch. Das wäre sie nochmal gewesen, die große Möglichkeit zum Ausgleich. Aber Gregoritsch vergibt. So fliegt Österreich aus, Türkei eine Runde weiter. Nicht unverdient, guter Kampf der Türken. Jo, das war's dann mit dieser kurzen, kompakten Prognose. Danke fürs Reinschalten, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein und adios.